In dieser Folge Amas Metal Review ich ein Konzert, auf dem ich war. Und bei Was wird gespielt, mache ich es euch diesmal ganz, ganz leicht. Viel Spaß mit der Amas Metal. Servus meine Damen und Herren, hier auf dem YouTube-Channel Laxifler, ich bin der Siffler, was wisst ihr bereits? Und mein Netzler müsst ihr definitiv öfters einschalten. Ich begrüße auch meine Ultras, die immer so fleißig kommentieren und die Videos teilen und liken und was man heute so tut. Und natürlich auch ganz besonderen Gruß an den Steve, der dieses Mal aktiv mitgewirkt hat und vielleicht jetzt auch mit in meiner Crew ist, wenn er Bock hat. Es ist mal wieder Review-Zeit, dieses Mal keine CD. Ich probiere ja immer wieder was Neues aus. Und da ich jetzt im Winter auf einigen Konzerten unterwegs bin, habe ich mir gedacht, das will ich euch auch nicht vorenthalten. Wie mache ich das? Mache ich heute ein Review drüber. Wie das ausschaut, seht ihr jetzt. Review Time. Ich war letztes Wochenende, und zwar am Freitag, im Kult in Nürnberg. Da hat Majesty gespielt und die Vorband war Am I God. Kurz zur Location, sie ist recht klar, mit 400 Quadratmeter gar nicht mehr so groß. Es funktionieren Konzerte da drin, man muss dazu sagen, aber dass der Sound, da muss man schon einen guten Platz finden in der Mitte, dass der Sound einigermaßen top ist. Ich war mal ein bisschen weiter hinten gestanden, auch an der Treppe, und da ist der Sound dann überhaupt nicht mehr so, man hört fast keine Gitarren mehr. So war es auch bei der Vorband, Am I God, die habe ich von oben angeschaut. Da war auch noch nicht so viel los. Zur Band selber, da komme ich dann in einem anderen Video mal, denn die treffe ich selber nochmal beim Shepherdcore und schaue mir die dann in einer anderen Location mit besserer Beschallung mal genauer an. Aber hier trotzdem mal ein kleiner Ausschnitt. Bei Majesty war es dann anders, da war ich in der Mitte gestanden und habe mir von da aus angeschaut, und da habe ich jetzt kurz was dazu zum sagen. Es war der Tourauftakt für vier Konzerte oder drei, ich glaube vier, und man hat gemerkt, dass sie schon länger nicht mehr gespielt haben, aber das war ja bei weitem nicht das Highlight. Das Highlight war eigentlich gleich am Anfang, wie sie auf die Bühne gestürmt sind und rausgekommen sind, ist der Gitarrist blöderweise an dem Teppich, der auf der Bühne war, ausgerutscht und ist von der Bühne runtergeflogen. Und zwar voll auf die Fresse. Und auch ein Gast hat die Gitarre ins Gesicht gekriegt, leider. Und der Emanuel, also der Gitarrist, hat sich Gott sei Dank nichts Größeres getan. Sie haben trotzdem dann gleich nochmal abgebrochen, gesagt, wir verschieben das um 10 Minuten mal kurz, weil schauen, ob es dem Gitarristen gut geht. Dann sind sie nochmal hinter die Bühne und haben dann kurz darauf gleich verkündet, dass die Show gleich wieder beginnt. Und dann ist es losgegangen, und ich muss sagen, es hat echt nicht lustig ausgeschaut, wie der da von der Bühne geflogen ist. Und es hat auch nicht so toll ausgeschaut, wie er sich dann in den Backstage begeben hat, weil der Schock, glaube ich, doch ein bisschen tief gesessen ist. Ich meine, wenn man mit Adrenalin auf die Bühne kommt und dann erstmal von der Bühne fliegt, ist schon krass. Es hat auch echt übel ausgeschaut. Aber er hat es dann knallhart durchgezogen, und zwar die komplette Show. Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange das insgesamt dauert hat. Also schon über 2 Stunden habe ich das Gefühl gehabt. Ich habe nicht auf die Uhr geschaut, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber was geil war, sie haben neue Songs gespielt und auch alte Songs gespielt. Da war für jeden, und man hat gemerkt, es ist eher so das Publikum, das die alten Sachen präferiert hat, vor Ort gewesen. Da muss ich sagen, das ist geil. Das ist auch ein kleines Stückchen Fanservice. Man hat auch am Tarek, also am Sänger, gemerkt, dass länger nicht mehr auf der Bühne gestanden sind zusammen, denn er hat auch immer so an Häusen, ich glaube, der hat beim Singer dann immer wieder mal kurz Probleme gehabt.
Mein Heavy Metal ist halt auch nicht so einfach zum Singen. Man, er ist Profi und hat trotzdem dann wahrscheinlich immer, wenn er kurz hinter die Bühne gegangen ist, einen Schluck Wasser, dann geht es schon. Er hat es auch durchgezogen. Alles war geil, die Show war geil, es war sogar Feuer vorhanden. Also, sie haben bei gewissen Liedern natürlich dann auch die Fontänen sprießen lassen. Mir hat's gefallen. Danke auch, dass ich kommen hab dürfen. Ich bin vom Emanuel eben mehr oder weniger mit eingeladen worden, dass ich komme, wenn sie schon mal bei mir in der Nähe spielen. Und es hat mir echt gefallen, endlich mal meine Jungs mal wieder live zum Singen und auch mal wieder kurz zumindest mit ihnen reden zum Kenner. Ich war selber ein bisschen angeschlagen, weil ich miert war wie Sau, aber mei, es ist Konzert. Ich bin jetzt nicht mords abgegangen und hab rum mords headbanged oder so, sondern ich habe einfach die Show genossen und hab mir das einfach mal genauer angeschaut alles. Bei denen war der Sound auf jeden Fall besser, da wo ich gestanden war, fast mittig im Raum. Auch da ist es halt, wenn du dann links oder rechts vor der Bühne oder irgendwie so die Treppen aufgegangen bist, da war es halt dann auch wieder nicht so toll. Also der Kult an sich ist eine schöne Location, da sind auch immer wieder andere Partys drin und da kann man sich bestimmt den einen oder anderen Rausch einfangen, aber ich denke, dass konzertmäßig, da muss man dann schon mal ein Auge zudrücken. Ich meine, man ist sehr nahe an der Bühne, es ist eine kleine Location, man kann die Leute von der Bühne riechen quasi, was mir eigentlich auch gefällt. Also man hat Top-Blick auf die Bühne, egal wo man ist. Und von Majesty habe ich natürlich auch was gefilmt, kurz. Trotz kaputter Hand, sage ich jetzt mal, denn er hat auch immer wieder an seine Hand hingelangt, nach die Solos und so. Man hat gemerkt, der Sturz von der Bühne hat dem Gitarristen nicht wirklich gut getan. Hat er seine Solos bravuziös durchgezogen. Es gab auch ein Drum-Solo und ein Gitarren-Solo extra nochmal. Also da braucht man nicht reden, das sind Profis, das merkt man und es hat auch dementsprechend Spaß gemacht. Ich glaube, jedem hat es Spaß gemacht. Danach waren sie wie immer am Merchstand gestanden und haben noch mit uns geredet. Also ich habe mich noch kurz verabschiedet und bin dann gegangen, weil ich war wirklich fix und fertig. Weiter so, meine Boys. Majesty, ich freue mich jedes Mal wieder, wenn ich euch sehe. Und das war's dann auch schon mit meiner Review. Wenn ich weiterhin Reviews machen soll, ob es jetzt zu Konzerten oder Alben, dann schreibt es doch unten in die Kommentare. Solche Reviews setzen natürlich voraus, dass ich nicht so viel trinke oder vielleicht sogar Fahrer bin. Wenn euch diese Intro-Einspieler nicht gefallen und ihr kennt jemanden, der jemanden kennt, der jemanden kennt, der vielleicht irgendwie mit Grafikdesign und sowas gut umgehen kann, der Bock hat, vielleicht so 5-sekündige Einspieler für meine Rubriken zu machen, dann sagt ihm halt Bescheid und der soll mal mich kontaktieren. Und für nächstes Jahr habe ich mir dann sowieso was ganz was Neues überlegt. Jetzt bleiben wir aber noch in diesem Jahr und zwar in der letzten Folge. Habt ihr wieder fleißig Kommentare geschrieben? Ja, ihr habt es erraten. Es war The Bard Song von Blind Guardian. Ein, wie ich finde, sehr, sehr geiles Lied. Ich kriege immer wieder Gänsehaut, wenn ich das höre, weil ich weiß noch, wie ich Blind Guardian das erste Mal live gesehen habe und vor mir ein Kumpel gestanden hat. Und dann ist der Bard Song gekommen und er dreht sich um und macht Playback dazu und singt mit. Und ich habe mir gedacht, boah. Und das Lied natürlich an sich, oh, Gänsehaut. Also jedes Mal, wenn ich das höre, ich liebe dieses Lied. Und ja, ihr habt es erraten. Aber jetzt, bevor ich auslos, wer den nächsten Stern bekommt, kommt natürlich der
das Lied dieser Woche, das sehr einfach ist. Wer das nicht errat, hat Metal, glaube ich, nicht verstanden. Morne, oder? Viel Spaß. Was wird gespielt? Schreibe Künstler und Titel in die Kommentare und bekomme am Ende der Staffel einen tollen Preis. Und jetzt könnt ihr natürlich in die Kommentare schreiben, welcher Interpret und welches Lied das war. Und ich habe eure Sterne wie immer in meiner Blue Box. Und jetzt los ich die aus. Den dieswöchigen Stern gewinnt. Na, wer wird den Gewinner? Jetzt machen wir so ein bisschen spannend hier. Oh, ein Name, der schon auf der Liste steht. Und zwar. The Gamescat YouTube! Herzlichen Glückwunsch zu deinem dritten Stern! Sehr geil! Gamescat YouTube! Machen wir gleich drauf. Herzlichen Glückwunsch natürlich. Danke fürs Mitmachen an alle. Danke, dass ihr immer so fleißig Kommentare schreibt. Jetzt kommt die letzte Rubrik für diesen Tag. Ihr wisst, was jetzt kommt. Meine Lieblingsrubrik. Ich freue mich immer wieder. Und zwar ihr und meine Kunden. Ach, mir gefällt das. Das ist so geil. Ich und mein Kutten. Da ist er wieder mit seiner Kutten. Habe die Ehre. Und heute beim Kuddelmuddel mit Sifi wieder. Halt, mir fällt jetzt wo die Kamera. Ach man, muss jetzt wieder ausschalten. So, ist mit Abstand das aufwendigste. Die aufwendigste Rubrik, die ich habe. So, Kamera. Das tue ich jetzt mal nicht aufs Stativ, das mache ich anders. Ich stelle es einfach daher. Herzlich willkommen. Und zwar heute bei I und My Kutten. Zwei Bands, die ich jetzt mit drauf nähe, wo ich eigentlich gar nicht so viel verzöhnen kann drüber, weil ich die gar nicht so aktiv her, aber ich sie einfach immer wieder mal reinschmeiß, wenn ich richtig Bock auf richtig geilen Metal habe. Es ist einfach, genremäßig bin ich ja sehr, sehr am Rummixen. Also ich höre sowohl Power Metal, Heavy Metal, Metalcore. Alles eigentlich so, was mir so richtig taugt. Was ich nicht bin, ist ein Black Metaler. Sieht man vielleicht. Aber heute geht es um folgende Bands. Amonamath, wo ich auch schon bei Was wird gespielt, ein Lied gespielt habe. Amonamath und Enziferium. Also ich weiß natürlich, dass die Enziferum heißen, aber irgendjemand hat es mal in einem Interview gesagt. Enziferium. Oder Enziferium. Das war ein Versuch, Französisch zu reden. Aber ist egal. Enziferum und Amonamath. Geil ist, die zwei Patches sind tatsächlich gleich groß. Auch mal was ganz was Neues, muss man jetzt dazu sagen. Und ich weiß auch schon, welchen Platz ich nutze, denn die beiden Bands, die kommen jetzt da unten drauf, hier links und rechts einfach, neben Powerwolf. Dann nähen wir die ran. So, jetzt erstmal, die wird ja immer starriger, je mehr Patches da drauf sind, umso geiler. Umso wärmer wird natürlich die Kutten auch, gell? Je mehr Patches drauf sind, umso wärmer wird die Kutte. Ich find's geil, ihr gebt mir immer wieder Tipps, was man so machen kann. Auch mit den Pins und auch, dass man einen Kragen abschneiden sollte, wenn man zum Beispiel Hoodie-Träger ist und trotzdem eine Kutten mit drüber ziehen möchte, was ich ja auch gern mache oder zukünftig vielleicht sogar auch machen werde. So, und die zwei kommen jetzt exakt dahin. Mein Problem ist, ich, Depp, habe natürlich den... Nee, ist sogar. Ha, finde ich sogar geil. Der Powerwolf-Patch ist fast mittig angebracht, weil rechts und links eben genau gleich viel noch frei ist. Um in dieser Folge einfach mal ein bisschen Symmetrie näher zu bringen. So, jetzt hauen wir mal das Zeug da noch. Erste Nadel. Ihr wisst, was jetzt kommt. Wir nadeln.
Ach, Nadeln sind doch sowas Blödes. Gibt's da nicht eine andere Möglichkeit? Schon mit Kleber oder so, aber das ist irgendwie doof. Dann verrutscht er wieder. Ach, komm. Nein, jetzt. Ich will mich nicht stechen. Warum will ich denn nicht? Mal anders probieren. Oh, das war knapp. Das habe ich am Finger gespürt. So, eine Nadel. Oh Gott, jetzt ist da wieder ein Grummi drin. Das ist aber diesmal echt die gleiche, die wo ich letztes Mal gehabt habe. Die schmeiße ich jetzt weg. Jetzt lege ich es mal daher und dann vergiss ich es. Und wenn ich dann wieder reinkomme in den Raum, dann sehe ich, da liegt noch eine Nadel, dann lege ich die wieder mit zu den anderen. Nächstes Mal packe ich es wieder aus. Das wäre echt ein Running Gag. Ich habe einen richtig Bock drauf, weil ich muss noch ein paar YouTube-Videos nachschauen. Und dann habe ich Zeit, dass ich nebenbei akuten nah. Ich mache auch mal, und da hat mir mein Metal-Mentor, der Metal-Mentor in den Kommentaren draufgebracht, ein Social-Kutten nähen. Also ich werde mal zu ihm fahren und dann werde ich mit ihm mal sein Kutten so anschauen, was der so hat. Und dann soll er mal ein bisschen was verzöhnen drüber. Und gemeinsam nähen wir dann quasi an unsere Kutten weiter und machen so einen kleinen Kutten-Talk. War doch auch was, könnt ihr unten in die Kommentare schreiben. Und jetzt nehmen wir den ganzen Schlons einfach mal da noch. Wieder zwei Patches mehr. Und ich sag nur kurz was zu den beiden Bands. Enziferum hat mir damals mein Metal-Mentor empfohlen. Und da wären wir ja auch wieder bei demselben Thema: Wikinger, Seefahrt, Freiheit, Rum. Auch irgendwie dieses Piratentum ein bisschen, das ich ja sowieso so geil finde. Und. Was soll ich zu Enziferum noch mega Großes sagen, außer dass ich sie jetzt auch schon gefühlte 100 Mal live gesehen habe. Das erste Mal, glaube ich, in München im Backstage. Bin ich mir aber jetzt nicht sicher. Und trotzdem, diese Band und auch Korpiklaani, die noch in einer anderen Folge erwähnt werden, die habe ich zeitgleich kennengelernt. Manchmal verwechsel ich es sogar ein bisschen, aber sagt es nicht so laut. Enziferum zum Beispiel hat am Metal Franconia gespielt und man merkt halt auch, dass da eine mega Fanbase dahinter ist, weil eben dieses Wikinger-Ding so scheiße geil ankommt. Und auch Enziferum verkörpert das sowohl auf der Bühne als auch in ihren Liedern. Und gut, ich glaube, da ist ein bisschen mehr Saufen mit dabei, aber das verbindet uns ja alle irgendwie in gewisser Weise. Deshalb trotzdem Enziferum. Ein Teil meiner Metal-Geschichte und immer noch schaue ich es mir gern an. Enziferum kommt natürlich auf meine Battle West. Kutten meine ich natürlich. Amonamoth! Eine Band, die ich eigentlich noch gar nicht so auf dem Schirm gehabt habe, bevor ich mit YouTube angefangen habe. Beziehungsweise bevor ich in die ganze Festivalschiene eingeritten bin mit Vollgas und. Dann bin ich mal beim Summerbreeze zu Gast gewesen im Büro. Die haben mir dann draufgebracht, weil sie gesagt haben, kennst du Amonamoth, für die haben wir auch schon was gemacht. Und so, dann habe ich mir das mal so angeschaut. Dann habe ich mich mit der Band ein bisschen befasst und ich finde das einfach mega geil, was die es machen und wie sie es machen. Und ich habe ja schon in anderen Videos erwähnt, dass ich ein Konzeptband-Fan bin. Also wenn man das Konzept erkennt, dahinter steckt was, das sieht man auf der Bühne und das ist halt. Das sind Wikinger durch und durch, die leben das, die machen das, die zeigen das in ihrer Musik, die zeigen das auf der Bühne. Und ich habe jetzt schon einige Shows für ihn gesehen und ich bin immer wieder hingerissen, dieses Bühnenbild, es ist einfach ein Bombast von Metal, habe ich das Gefühl. Also klar, man kann es übertreiben, aber wenn es zum Konzept passt und wenn Amonamoth sind einfach die Wikinger, die letzten Wikinger on Earth, so fühle ich mich dabei, wenn ich die anschaue, und genau deswegen schätze ich die Band und mag auch die Musik und höre es mir deswegen auch ab und zu mal an, und deswegen habe ich es auch bei Was wird gespielt zum Besten gegeben und deshalb kommen sie natürlich auch auf meine Kutte. In meinem Extra-Stern, den ich vergeben habe, habe ich dem Steve angeboten, er könnte mir doch behilflich sein. Wenn er schon immer so geile Kommentare schreibt, will ich ihn dafür anders honorieren, und zwar nicht mit einem Stern, beziehungsweise nicht auf diese Art und Weise, sondern er kriegt von mir einen ebenwürdigen Preis wie der Gewinner dieser Liste, sage ich jetzt mal.
weil mit diesen Kommentaren kann er am Corner überholen, weil er das Kommentar der Woche immer gewinnen würde. Da sind wir uns alle einig. Ich habe ihn dafür jetzt einfach engagiert und habe gesagt, du Steve, du kriegst Ende der Staffel auf jeden Fall einen tollen Preis, aber dafür musst du jetzt die Kommentare der Woche raussuchen. Und hat er gemacht, und zwar hat er sich entschieden für Kommentar der Woche. And the winner is Metal Mentor. Nicht nur, weil er noch Tipps für die Kutte gibt, er macht unbewusst Werbung für Blutspenden. Leute, geht Blutspenden. Weckt Interesse darauf, was für ein Vorschlag er als Review hat. Hat den richtigen Song erraten. Herrlich ins Bayerische verfällt, was nicht jeder direkt versteht. Ja, okay, Steve hat entschieden. Er hat auch gesagt, es war knapp. Aber der Metal Mentor bekommt den Stern für das beste Kommentar. Geiles, kurzweiliges Video. Buttons sind prima auf der Kutte, genauso wie die Metal Pins. Alles, was gefällt, ist prima. Bei mir sind so Blutspende-Auszeichnungen und mein ehemaliges Bundeswehrwappen dran. Die komischen Zombies klingen ja echt interessant. Sollte man weiter verfolgen. So CD-Review kannst du weitermachen. Hätte da auch einen Vorschlag, der dir bestimmt gefallen wird. Bart-Song, Blind Guardian, hast aber echt schön gespielt. Aber Alter, ich wende noch einmal sich, dass du ein Backel mit so einem Messer aufmachst, dann scheppert's. Und das als Monster, das geht nicht. Ich krieg immer wieder Ärger von ihm, wenn ich mit einem Messer ein Backel aufmache. Ja, du weißt ganz genau, als Monster macht man normal selber keine Backel mehr auf. Da lasst man aufmachen. Ich brauche einen Azubi, hab ich schon gesehen. Dann natürlich Metal Mentor. Du bekommst deinen zweiten Stern. Und ich habe jetzt auch mitbekommen, dass eine gewisse Firma, bei der ich den Gewinn quasi bestellt habe, endlich mal den Gewinn raushaut. Und der müsste jetzt demnächst kommen. In der nächsten Folge kann ich euch hoffentlich verraten, was eigentlich dieser tolle Preis ist. Ihr könnt natürlich unten auch gerne mal in die Kommentare reinschreiben, was ihr gern hättet und was ihr vermutet. Ich glaube, ich werde aber auch für den zweiten und für den dritten auch noch ein bisschen was parat stellen. Egal. Für die Endcard habe ich diesmal nichts, sondern ich sage euch selber was. Das war's von mir. Bleibt so kurz dran. Ich hoffe, ihr schaut auch nächste Woche wieder mit rein, wenn wieder Mass Metal kommt. Und bis dahin, pfiat's euch. Du, folgendes. Da kannst du abonnieren und da kannst du natürlich auch noch die letzte Folge am Mass Metal anschauen, wenn du Bock hast. Ich möchte mein Team erweitern. Was heißt, ich möchte gern den einen oder anderen, wie jetzt zum Beispiel der Steve, wenn er in mein Team aktiv möchte, dann darf er das. Natürlich ist er sofort mit dabei. So ähnlich wie er redaktionell quasi dann arbeiten wird. Wenn du Bock hast, Teil von Dark Siffler zu sein, kannst auch sogar nur jemanden brauchen, der vor der Kamera steht zum Beispiel, dann schreib mir doch einfach. Facebook, Twitter, Instagram. Und was genau das dann ist, das berät man dann im Privaten. Also, das war's jetzt mit der Folge. Abonnieren, Video anschauen. Pfiat's euch.